Wir werden als Familien und als Gesellschaft 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 andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es Enkel, 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 die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen. 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 Ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen. Einen Podcast aufnehmen. Damit sie nicht einsam sind. Einen Podcast aufnehmen. Damit sie nicht einsam sind. Ich würde sagen, fangen wir an, oder? Ja. Ja, und damit herzlich willkommen, seid gegrüßt zu einem neuen Bilateral-Podcast, zu einer neuen Bilateral-Podcast-Folge mit dem Zwergenfürst und mit Mordi, der ist auch wieder mit dabei. Wie jedes Mal. Wir sind wieder mal zu zweit. Ja, was Gäste angeht, ich hab, also ein paar Leute habe ich angeschrieben. Also ein bisschen den Marco Bülow, den versuche ich noch unbedingt dieses Jahr noch für unseren Podcast zu bekommen. Das wäre noch ganz gut, nachdem wir Thomas Hintner und den Marc Benecke bei uns im Podcast hatten. Hätte ich jetzt auch sehr gerne den Marco Bülow noch mit im Podcast. Ist auch ein großer Mann aus der Partei jetzt. Unser einziger Bundestagsabgeordneter. Mal schauen, was ich da noch kriege, aber momentan haben wir noch keine Zusagen, solange da noch nichts läuft. Solange wir keine Zusagen haben, müssen wir erstmal noch ohne Gäste auskommen. So sieht's aus. Aber auch Podcast-Folgen ohne Gäste sind, kann man sich anhören. Joa, fangen wir doch wie jedes Mal mit dem Wochenupdate an. Mutti, was war los bei dir die Woche? Hast du was zu erzählen? Nö, ich hab nichts. Woche ist halt Arbeiten. Arbeiten? Du warst jetzt zu arbeiten? Okay. Ich hatte letzte Woche Urlaub. Da war Osterferien. War das Ostern. Besonders bei mir. Wie war dein Osterwochenende, deine Ostern? Ja, war ein Wochenende. Ja, Karfreitag. Nichts los gewesen bei dir? Nee, wie sollte auch was los sein? Du feierst es ja nicht wirklich. Man kann sich ja auch nicht wirklich treffen. Also man sollte nicht. Ja, ich habe mich trotzdem getroffen. ja. Naja, also mit meiner Familie so ein bisschen, also mit meinen Eltern, bei meinen Eltern war ich zu Besuch über das Osterfest und ja, war ganz okay. Die Oma, die jetzt schon zweimal geimpft wurde, die jetzt schon geimpft ist, hat sich gedacht, komm sie mal vorbei. Da habe ich auch meine Oma wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt okay war, dass die da vorbeigekommen ist, aber ja, die ist geimpft. Und dachte, jetzt bin ich immun und jetzt kann sie vorbeikommen. Jetzt hat sie erstmal deinen Klodeckel abgeleckt. Ja, wie auch immer. Nein, das so war es nicht. Also wir sind natürlich immer noch vorsichtig gewesen und Masken im Raum haben wir natürlich nicht getragen. Das ist in der Familie, haben wir nicht gemacht, aber ja, es ist. Wir haben auch nicht miteinander gekuschelt. Das ist. Also an Ostern haben wir mal zusammengesessen am Tisch zu. Ich weiß nicht, wie viele Leuten, die ganze Familie hat, die fünf oder sechs sind von der Familie, haben an einem Tisch gesessen, ansonsten jeder in seinem Zimmer und das ist, also ja, so große Ansteckungsgefahr gab es auch nicht, zumal ich vorher 14 Tage Quarantäne hatte, indirekt, ich bin ja, das ist halt immer, selbst
Freiwillige Quarantäne. Hier. Stimmt nicht ganz, weil ich war die Woche vorher im Präsenzunterricht, aber ja, ich wurde getestet im Präsenzunterricht, also passt schon alles irgendwie, das kann man essen. Passt bestimmt irgendwie zu den Regeln. Angesteckt habe ich mich noch nicht, soweit ich weiß. Also war vorher mal wieder schön, meine Oma sehen zu können. Das hat mich gefreut. Ich war nicht sehr begeistert davon, dass er vorbeikommt. Das ist, ja, weil sie geimpft war, ging's. Vorher hätte ich gesagt, nee, lass mal lieber. Ungeimpft ist eine blöde Idee. Aber ja. War auf jeden Fall mal wieder schön. Die habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Dank der Krise. Ja, ansonsten hatten wir eigentlich heute vor, das kann man ja noch sagen, hatten wir heute vor, das SPD-Wahlprogramm durchzunehmen. Das habe ich jetzt kurzerhand, habe ich einfach mal gecancelt, habe ich dann gesagt, wir haben auch ein paar Themen, worüber wir reden können. So ist es nicht. Aber unter dem Grund habe ich es auch gecancelt, weil ich habe morgen am Sonntag, den 11.04., ein großes Among Us-Turnier auf Twitch live und da habe ich jetzt also seit einer Woche oder so habe ich nur das im Kopf und kann es. Ich hätte mich nicht aufs SPD-Programm vorbereiten können, da das SPD-Programm durchnehmen können. Das hätte ich mich nicht mit beschäftigen können. Das ist ja. Also heute mal nicht das SPD-Parteiprogramm. Sondern ein paar andere Themen. Joa. Ich überlege gerade, gab es sonst noch irgendwas, was war? Habe ich dir irgendwas geschrieben, Molly, was sie irgendwas irgendwie noch dringend sagen wollten? Nee, hast du nicht. Tja, der Stream live auf Twitch hat jetzt gerade ein bisschen später begonnen, weil ich noch einen letzten Test aufgenommen habe. Da haben wir auch gerade noch, bevor der Stream, bevor die Aufnahme begonnen hat, bevor der Podcast begonnen hat, haben wir noch darüber geredet, dass ich mir jetzt Epic Games geholt habe. Das fand Modi auch ganz spannend. Ja, für den April-Scherz habe ich mir für Fortnite haben, musste ich es mir holen, musste ich mir. Jetzt habe ich dann die kostenlosen Games abgegriffen und habe damals das zugemacht zu dem Spiel. Wie hieß das gleich? Kann ich da sogar gleich sagen. Three Out of Ten habe ich gespielt. Wird vielleicht irgendwann mal, vielleicht wird es mal ein Let's Play auf Twitch. Ganz ja. Sah ganz interessant aus, fand ich ganz toll. Hat auch Spaß gemacht. Mal schauen. Die Zwischensequenzen sind ein bisschen ewig lang, deswegen muss man gucken, inwiefern. Da kann man halt auch nicht zwischenquatschen und so. Ist Ist halt aber auch blöd. schlau, ist aber auch schlau, dass du erst den zweiten Teil spielst. Davon gibt es den ersten Teil. Ja, sehr viele erste Teile. Okay. Ja, Ich gut. gucke gerade, es Ist gibt jetzt sowieso erstmal insgesamt. nur ein Test. Das gab es kostenlos. Ich habe jetzt einfach das kostenlos genommen und habe das dann einfach. Das ist halt. Ich Ja, werde jetzt dafür es nicht. gibt fünf erste Teile davon. Die aber Also. wahrscheinlich was kosten. Jetzt momentan, ich glaube tatsächlich nicht. Moment. Aber die Hauptfigur ist Jay von den Peetsmeets. Das finde ich auch ganz interessant. In gewisser Weise. Zumindest sieht sie so aus wie Jay von den Peetsmeets. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Gratisspiel. Ich glaube, das kostet nichts. Okay. Kann ich mir nachher mal reinziehen. Mal anschauen. Mach das mal. Ja, ansonsten. Ansonsten habe ich ein Video gesehen, um jetzt mal zum ersten Thema überzuleiten. Habe ich jetzt neulich ein Video gesehen. Genau genommen habe ich ein React-To gesehen. Ich habe das React-To von den Pete's Meets darauf gesehen.
Habe ich Ach, zwei du auch. Meinungen. Habe ich gleich zwei Meinungen. Ich finde das ganz gut, dass ich werde es dann nachher noch das Original gucken, aber das mache ich auch immer. Ich habe mir das Vektor angeguckt. Ich finde das ganz gut, weil man dann hat man gleich zwei Meinungen, die man sieht. Also hat man gleich noch eine, hat man gleich drei Meinungen. Die eigene Meinung, die Reactor-Meinung und die Meinung des Videos. Das ist eigentlich perfekt fürs Verstehen. Ja. Und zwar das Video von Wieso. Der Wieso hat mal wieder zerstört. Der Wieso ist mal wieder am Zerstören. Beziehungsweise hat er diesmal, wie haben sie es genannt, gewendet. Der ging diesmal gegen die Corona-Politik geschossen und hat da, ja. War diesmal ein bisschen, das war jetzt nicht so ein sachliches Video, wie man es von ihm vom ersten Mal kannte, von der Zerstörung der CDU. Wo er dann alle Fakten aufgezählt hat, wo er wirklich ein faktenbasiertes Video aufgehört hat. Das war halt so ein, sowas wie unsere Podcasts, so in der Art hat er das gemacht. So halt, wie am Stammtisch halt so ein bisschen, hat sich halt über die Sache ordentlich aufgeregt und hat auch ja, das ein oder andere eine oder andere Beschimpfung rausgehauen. Was nur verständlich ist, also ich meine, das ist, ich werde mich nicht beklagen, wir werden uns nicht beklagen. Wir mit unserem Podcast, wie wir manchmal über die Corona-Politik und wie wir manchmal über die CDU und so ablästern, das ist ja. Hast du das Video geguckt, Modi? Ja, habe ich auch. Was soll ich da jetzt groß zu sagen? Ja. Das ist schön, dass man schön findet, dass man wieder was zerstört wird. Ja, Hoffen wir, schön das ist ein ankommt. Video, wo jemand ohne große Recherche einfach mal sagt, was los ist. Wow, davon gibt es hunderttausende Videos, nur weil es halt nicht von dem. Die Zeitung hat es mal wieder abgedruckt. Die Zeitung hat es mal wieder, ist Ja, ja wieder natürlich, auch hier so zerstört. weil er halt zufällig einmal das richtige Video zur selben Zeit gemacht hat. Ja, Ich meine, Wieso und seine YouTuber. du hast doch, glaube ich, so 50 Videos allein, wo du genau dasselbe machst. Nennt sich Podcast, Bilateral Das meinte Podcast. ich, aber ganz ehrlich, es ist halt nichts anderes. Und übrigens Das sind es ist erst 32, mit diesem hier 33. Aber gut. schön. Gut zu wissen, aber ich meine halt, nur weil es wieder der eine Typ, den jetzt jeder kennt, mit den lustigen blauen Haaren jetzt gesagt hat, wird wieder darüber berichtet. Das ist wieder so, das ist wieder eine Scheiße. Aber es zeigt trotzdem, dass echt keiner mehr auf diese Politik Bock hat. Also wirklich niemand. Ja, das ist auch ein Thema. Das ist ja die Korruption in der Politik. Das ist, ich hab, glaube ich, ich habe letztens wieder, weil ich über Ostern ja bei den Eltern war, da habe ich wieder mit meiner Mutter darüber diskutiert. Da habe ich da mit der Oma nicht, erstaunlicherweise nicht. Die ist ja CDU-Wählerin, meine Oma. Hast du gefragt, warum? Erzählt. Was meine Oma gefragt, warum? Das habe ich doch schon mal erzählt, ich glaube, das habe ich sogar schon mehrfach erzählt. Zwei, dreimal habe ich das sogar schon hier im Podcast erzählt. Ach ja, war es wieder Das, diese Sache, weil das ja, war schon so weil oder? sie es schon immer gemacht hat und sie es nicht vor sich vorstellen kann, was anderes zu wählen und weil es ihr das Herz brechen würde, dass da was komplett was zu anderes zu wählen und dass das dann einfach, also es kann sich, passt einfach nicht in ihren Horizont rein, was das, also kann sich nicht. Ihr Vater hat das damals schon gewählt und das ist schon. Die CDU, das ist lange Geschichte, das ist Familientradition, die CDU zu wählen und das ist, sie würde ihrem Vater wehtun, das würde ihr schrecklich leid tun, weil ihr Vater würde sich im Grab umdrehen und so weiter. Das ist alles, das ist nicht machbar für sie. Das ist long story short. Das ist, ja.
Sie traut sich nicht. Ja, solche Leute sind die schlimmsten. Ist mal ehrlich. Ja, naja, die schlimmsten Leute sind, die es bewusst machen. Das gibt es ja auch, die CDU wählen und sagen, ja, ist mir scheißegal. Also ich wähle es bewusst so. Also, es ist mir wirklich. Ich meine, bei meiner Oma verstehe ich es ja noch, die sagt mir zumindest, die hat mir zumindest gesagt, sie sieht das schon und sie weiß, dass die CDU nicht mehr wählbar ist, aber sie kann sich halt nicht, sie ist alt und kann sich nicht vorstellen, sie kann sich da nicht mehr zu rumbringen. Also sie ist sich dem zumindest so bewusst. Da gibt es halt ganz andere Leute, die halt durchaus schon, die sich dem bewusst sind und dann trotzdem sagen, ja, ich wähle die CDU trotzdem. Ja, aber die Leute finde ich tatsächlich wirklich weniger schlimm als Leute, die es rein emotional oder aus persönlichen Gründen machen, weil es halt schon immer so war oder Tradition oder sowas. Solche Leute finde ich tatsächlich viel schlimmer, Naja, das ist. weil die nicht mal wissen meistens, was sie da für eine Scheiße machen. Die anderen Leute, die wissen es und Stimmt sie ist ihnen egal, das kann ich respektieren. Sind halt Arschlöcher oder denn? Wenn sie es wissen und es trotzdem machen, dann ist es auch schon. Aber, also, das sage ich schon. Also, wenn sie es nicht wissen und wenn sie unwissend sind und die CDU wählen, weil sie es nicht besser wissen, dann ist ganz klar schlecht daran, ne? Also. Wenn es wissentlich tust, ist natürlich immer schlechter, als wenn du es unwissentlich tust, aber. ja, wie gesagt, Ach so. das finde ich halt überhaupt nicht. Wenn du es wissentlich tust, dann stehst du halt dafür, dass das deine Meinung ist. Dass deine Meinung scheiße ist, ist eine andere Sache. Aber gut, hast halt deine Gründe dafür. Wenn du es nicht weißt, dann bist du einfach ein Vollidiot. Ja, oder hast die letzten Jahre unterm Stein gelebt, dass es Ja, oder hast du halt in einfach keinen irgendwo Rückgrat, ist. weil du dich nicht traust, das andere als deine Familie zu wählen oder sowas. Ist, ja, Also das nicht gegen Wählen, dich, das deine Oma. emotionale Ding, das emotionale Ding, das kann ja durchaus, das ist ja nichts, kommt ja durchaus mal vor, man ist ja immer so ein bisschen an seine Partei, so ein bisschen emotional auch gebunden, das ist ja generell, das ist, Ja, wenn es deine Partei ist, aber nicht, wenn es eine Partei ist. auch wenn es eine Partei ist, die man schon immer gewählt hat, das ist halt, da wählt Ja, man aber jetzt Achtung, nicht auf, ist, ich überspitze jetzt, das soll bitte nicht ernst genommen werden. was in einem Satire-Podcast? Ich dachte, hier wird alles ernst genommen, was wir sagen. Das ist alles Ja, ernst gemeint. ich mal was sagen. Wenn du halt rein auf Emotionsbasis wählst, dann endet es auch ganz schnell damit, dass du sagst, oh ja, ich mag diesen Mann da von der AfD, der redet so schön, den wähle ich. So Ja. endet es. Das ist ja tatsächlich, also jetzt mal ganz im Ernst gesagt, das ist ja tatsächlich bei manchen Leuten, das ist von manchen Leuten wirklich das Wahlargument, wo dann auf den Plakaten geguckt wird, wer sieht am besten aus, welche Partei hat den hübschesten Typen, und dann ist man, wenn man keine Ahnung hat von den Programmen, dann entscheidet man sich einfach, wer dann einfach, ist ja, vielleicht hat man auch noch ein bisschen was im Internet drüber gelesen und dann wählt man halt den, der irgendwie als kinderfreundlich bezeichnet wird, weil man eine Familie hat und es ist, da will man das dann, das passt halt irgendwie, das ist halt irgendwie, und der besitzt halt ein Auto, und ich finde Autos cool und so, gibt's wirklich, ich kenne es aus meinem Verwandtenkreis, das ist halt wirklich, Ja, dass da so ich ge kenne einfach teilweise nicht. wirklich so gewotet wird, dass da wirklich so gewählt wird. Das ist halt durchaus, also gerade bei älteren Leuten, glaube ich, ist das auch Ja. durchaus so drin, dass man da, wer sich keinen Bock hat mit der Politik aus, mit den Parteithemen, also mit den Inhalten der Partei auseinanderzusetzen, wer keinen Bock auf Politik hat, da können die Plakate halt schon wirklich beeinflussend sein und halt ein schönes Bild dort. Wenn du dich halt als richtig toller Mensch, der gut redet und freundlich ist und so weiter inszenierst, aber insgeheim halt der letzte korrupte Drecksack bist, dann wirst du gewählt Ja. von den Vollidioten. Das hat leider Da die gibt's meisten. eine, da gibt's, also ich würde es nicht mal als Vollidiot bezeichnen. Das interessiert. Es ist einfach politisches Uninteresse, weil man einfach sagt,
ich will mich jetzt nicht mit jeder Partei auseinandersetzen, ich will mich jetzt nicht mit den Themen auseinandersetzen, ich will nicht, ich interessiere mich nicht für Politik, aber ich will trotzdem wählen gehen, ich will trotzdem, ich will irgendwas, dann guckt man sich halt, dann holt man sich das woanders her, das ist halt, es ist blöd, es ist auch nicht toll, weil, ja, man sieht es halt, da ist halt, dann wird halt wieder die CDU gewählt, weil so ein hübsches Bild oder jemanden drauf haben, der halt auf der Wahlkampfrede gut geredet hat und so weiter oder sonst was. Der Wahlwerbespot ist cool. Ja. Aber mal eine ganz blöde Frage. Nenn mir mal einen guten Politiker, von dem du sagst, ja, der kann sich auch gut inszenieren. Den gibt's du kennst. Einige. Ja, es gibt einige. Es gibt einige. Ich glaube niemand ein. Als allererstes fällt mir Gregor Gysi ein, wenn der redet, dann haut er den ganzen Saal um. Ich weiß nicht, wie nennt sich das, man. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wenn man Überzeugungskraft beim Reden hat. Er hat Charisma, okay. Charisma, genau, das Wort habe ich gesucht. Auf jeden Fall, und also hässlich sieht er auch jetzt nicht unbedingt aus, also er ist auch nicht der hübscheste, also das ist, den kann man schon auf dem Wahlplakat abdrucken und er ist ein bekanntes Gesicht und damit kannst du auch wirklich, das ist der erste, der mir einfallen würde. Robert Habeck von den Grünen, das ist auch nicht, das ist jetzt, er hat auch ein hübsches Gesicht, was man aufs Wahlplakat drucken kann, wo man, der kann auch gut reden, das ist, gibt's einige von der CDU, kenne ich da jemanden. Von der CDU gibt es auch einige. Ich habe mich so lange nicht mehr mit der CDU beschäftigt, dass man da wirklich auch das letzte Gesicht, was ich von der CDU kenne, ist hier der Axel Weber oder sowas. Nicht Axel, sondern wie hieß der mit Vornamen? Der Weber, ja, der Vorsitzende der EVP im Europaparlament war. Der andere, also nicht Axel Voss, sondern der andere, der von Artikel 13 bekannt war. Der hängt bei mir ganz, der hängt bei der Europawahl 2019 hängt der überall bei mir in der Gegend rum. Ich dachte gerade 5 Minuten, du sagst, der hängt bei mir über dem Bett oder sowas. Nee, der hängt nur ein Sonneborn-Porträt. Warum wundert mich diese Aussage jetzt nicht? War ein Scherz dahin, kein Sonneborn-Porträt, aber könnte durchaus Nein. sein. Könnte durchaus. Vorstellbar ist es. So schön auf blauem Hintergrund wie so eingerahmt wie das wieder. Es gibt, habe ich tatsächlich schon bei einigen, habe ich schon einigen, von einigen Genossen der Partei zugeschickt bekommen, da Fotos, wo die sich wirklich das im Honecker-Stil, damals in der DDR musste ja in jeder Wohnung ein Honecker-Bild hängen, dieses hässliche Bild auf dem blauen Hintergrund, wo dann der Honecker aus dem Bild guckt und den einfach so gefotoshoppt und dann der Sonneborn einfach so auf denselben blauen Hintergrund und dann ganz groß im Rahmen. So undenkbar ist das gar nicht. Ja. Wo waren wir denn gerade? Bei der Korruption der CDU. Da waren ja. Und beim Wählen, warum man noch CDU wählt und Leute das noch machen. Ja, und bei Emotionalität, warum man das immer, das da waren wir stecken geblieben, warum man emotional. Nur ein nur dieses eine Thema im Podcast haben seit Ewigkeiten. Ja. Wir reden immer über dasselbe. Es ist ja auch aktuell. Da können wir gleich zum nächsten Thema kommen. Es ist ja auch gerade aktuell. Das ist die CDU macht, stellt sich auch die sogenannte K-Frage. Das ist ja jetzt bald wieder. Du meinst, wir reden jetzt ein drittes Mal darüber. Im September sind die Bundestagswahlen und ja, die Grüne verkünden, die Grünen wollen am 19.04., welches Datum ist das, der 19.04., das ist ein Montag. Am Montag, den 19. April, wollen sie
wollen sie ihren Kanzlerkandidaten vorstellen, die Grünen, und da deshalb stellen sich jetzt auch, fühlen sich jetzt auch die CDU da unter Druck gesetzt und sagen sich jetzt auch, die CDU sagt sich jetzt auch, jetzt müssen wir uns auch hier jemanden aussuchen. Aber neu ist, also die Standardkandidaten sind ja klar, ob es jetzt Söder oder ob es Laschet wird. Laschet und Söder steht jetzt zur Auswahl, ob der. Ja, Laschet wäre, also kurz gesagt, Laschet wäre ja, gute Nacht Deutschland, dann können wir sagen, können wir Ja. uns auch gleich beerdigen gehen. Gar nichts ändern und gar nichts bewegen. Ich weiß nicht, vielleicht wird sich sogar was verändern, aber das ist halt zum Schlechteren wahrscheinlich, Bei dem? Nee, mit in dem. Brücken Armin. Also Entschuldigung, wir haben Glück, wenn er es in den 4 Jahren schafft, von seinem Stuhl aufzustehen. Andererseits haben wir dann den Söder. Ich weiß nicht, ob das mit dem, das ist, ja, ob wir mit dem besser dran sind, weiß Ich ich auch nicht. sage es immer wieder. Er ist keine gute Wahl, aber er ist die bessere Wahl. Auf jeden Fall die bessere Wahl als Laschet, aber Er ist das eine tut so. Kunst? Die Frage ist das eine Kunst? Ist das eine, also, besser als Laschet zu sein, ist jetzt nichts, womit ich mich schmücken würde. Ist es nicht, aber der hat zumindest nichts bisher so sehr verkackt wie alle anderen und er tut zumindest Naja. Dinge. Und dann gibt es jetzt noch den neuen, da gibt es noch einen neuen, der jetzt zugekommen ist. Ich glaube, Ralf heißt damit vorne, Ralf Brinkhaus, der sich jetzt auch gemeldet hat, der jetzt gesagt hat, wenn ihr das nicht entscheiden könnt, wenn ihr jetzt, wenn Söder und Laschet sich nicht einigen können, oder wenn die CDU sich da auf die nicht, zwischen denen ich entscheiden kann, dann mache ich das. Ja, keine Ahnung. Wenn ich weiß, wer Ralf Brinkhaus ist, das ist tatsächlich, also wenn man das Gesicht sieht, also das Gesicht ist jetzt nicht jedem bekannt, aber als ich das Gesicht gesehen habe, das Gesicht kommt schon einem, das erkennt man, das ist schon, also ist schon ein bisschen, so unbekannt ist das nicht, und der ist zumindest in letzter Zeit ist der vor allem oft aufgefallen, weil er viel von Revolution redet und so weiter. Das ist also ein. Und in seiner Partei eigentlich doch nicht gerade beliebt ist, also für eigentlich schon fast, also ist eigentlich schon, manche sagen, er ist zu links für die CDU. Also er ist schon, ist ein bisschen, der ist eher in der linkeren Ecke von der CDU aufzufinden. Macht so ein bisschen, ist so ein bisschen gegen die, der wettert und schimpft so ab und zu mal ein bisschen gegen die eigene Partei und sagt so ein bisschen, da muss es Veränderungen geben in der CDU und so, da will da ein bisschen, ist da manchmal ein bisschen gegen die Regeln der CDU. Und vielleicht ist er unser hoffnungsvollster, unser bester Kandidat. Das ist die Hoffnung. Ist halt ein Glatzkopf. Weißt du, was da wahrscheinlich Ganz passieren hübsch. würde? Er würde wahrscheinlich gewählt werden und am nächsten Tag steht einfach, keine Ahnung, der Chef von VW da und sagt: Okay, du arbeitest jetzt also für uns. Sowas in der Richtung wird wahrscheinlich passieren. Und dann geht es genauso weiter. Ist halt kein schönes Gesicht, ist halt, naja, Schönheit ist halt ist halt nicht objektiv, sondern subjektiv, ist halt, muss halt jeder für sich gucken, aber ist halt, A, ist ein Glatzkopf, das ist grundsätzlich so ein bisschen schwierig auf Wahlplakaten, ist halt, Dann soll er sich einfach eine Perücke aufsetzen. ist halt so ein bisschen. Also er ist jetzt nicht der Vorzeigekanzler der CDU. Er ist jetzt keiner, den man so meine Einschätzung, den man vors Bild setzen kann und sagen kann, das ist jetzt unser Kanzlerkandidat. So ein bisschen ist natürlich kein Topmodel. Aber wer ist da schon in der Politik? Welcher Politiker ist schon ein Topmodel? Obwohl, da gibt es auch einige. Aber keine, die jetzt Parteivorsitzende werden wollen und so. Die sind dann keine Vorsitzendenrollen. Mir fällt da keiner ein. Amthor vielleicht. Amthor. Findest du den schön? Den Amthor. Also auf der Kinderschokolade würde er sich gut machen. Stimmt.
So ein kleines unschuldiges, kindisches Aussehen hat er schon. Das Ich glaube, das hat ihm auch den Anfang der ganzen Sache mit der einen Firma. Ja, anders jetzt ist wirklich. Hast du den mal gesehen, wenn er grinst? Also sein Lachen und sein Grinsen hast du, das ist halt schon. Da hast du Bock, den. Das ist halt. Ich krieg halt wirklich die Aggression. Also irgendwie macht mich das Grinsen von dem, da kriege ich, also. Da wird mir fast die Hand ausrutschen. Das ist halt. Das ist halt wirklich, der hat so ein richtig schlimmes Grinsen, das ist halt so ein richtig böses Grinsen, das ist halt echt. Ich und meine Gewaltfantasien gegenüber Politikern. Ja gut, die kennen wir ja schon. Ja. Ja, also vielleicht, also meine Unterstützung hat der Brinkhaus, also durchaus, das kann man durchaus, also. Also das ist mein linkerer CDU, also was im Rahmen der CDU natürlich das, also was bei den Links ist, ist natürlich eine Beleidigung für jeden, der sich links nennt. Das ist natürlich. Ja gut, aber man muss halt auch bedenken, die AfD wäre wahrscheinlich in den USA kommunistisch. Nee, die CDU. Das war die CDU ist kommunistisch. Nee, ich meine wirklich, im Vergleich zu den USA wäre wahrscheinlich. Die AfD, da wäre ich vorsichtig. Die AfD ist ja. Die AfD macht, die hat jetzt auch schon einige Trump-Ähnlichkeiten gemacht. Also, die kopieren nur. Die AfD ist eine Trump-Partei. Das ist. Die AfD haben sie sogar offen gesagt, auch als Trump noch an der Regierung war, haben sie noch. Die AfD hat das offen gesagt, dass die dann. Die nehmen alles mit. Die sind einfach nur da. Dass die Trump gut finden. Erdogan finden sie auch gut, aber das ist. Ja, natürlich, weil jeder andere die Biden hasst. Genau deshalb. Wie jeder sagen würde, Biden ist ein Scheißpräsident, würden die auch sagen, sie sind auf seiner Seite. Das ist, was sie tun. Sie sind dagegen. Ja. Mehr ist dahin nicht Inhalt. Mehr Inhalt haben nicht. Dagegen sein. Das ist halt. Ja, und dann gegen sich selbst. Aber gut, ich glaube, da. Das sind auch sie auch, das sind auf jeden Fall. Ja, gut, ich glaube, aber da haben wir auch schon seit 50 Folgen oder so drüber geredet. Die zerstören sich auch regelmäßig selbst. Das ist so. Muss man auch, da muss sowieso auch kein Zerstörungsvideo zu machen. Das ist. Ja. Die machen sich das. Ist, wenn sie nicht gewählt würden, dann würden sie. Das ist, ja. Weiß ich auch nicht, das ist. Die machen wirklich, da gibt es parteiinterne Sachen, die da wirklich. Die zerpflücken sich wirklich regelmäßig. Das ist einer den anderen. Wir haben heute effektiv in einer halben Stunde dieselben Themen wie in jeder anderen Folge auch besprochen. Schön! Ja. Ist doch mal gut, wenn wir es mal kompakter zusammenkriegen, wenn wir es mal ein bisschen effektiver zusammenkriegen. Am Ende reden wir einfach in 10 Minuten über das und der Rest ist einfach, keine Ahnung, deine komische Random-App. Ja, irgendwas, ich überlege gerade, irgendwas hatte ich mir noch im Kopf aufgeschrieben. Ich muss es mir mal wirklich aufschreiben, nicht nur im Kopf mir merken. Das wäre mal was Neues. Irgendwas wollte ich noch raushauen, wo ich mich drüber aufgeregt habe. Irgendwas war es, wo ich mich extrem. Früher, also in den ersten Podcast-Folgen hatte ich noch ein Skript. Da habe ich die Stichpunkte, die ich vorgelesen habe, jetzt mittlerweile vergesse ich Sachen, die ich sagen wollte, weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe. Es ist, so weit sind wir schon. Tja. Was war denn das? Mit meinen Eltern habe ich doch schon gesagt, dass ich mich mit denen über die CDU unterhalten habe. Das kam schon. Ja, wow, das ist. Mensch! Ja. Aber irgendwas war noch irgendwas. Wenn es mir wieder einfällt, dann sage ich das noch zu. Dann haue ich das noch rein. Dann vermeide ich das noch. CDU. Gibt es noch was zu der CDU zu sagen?
Nein, nichts, was wir nicht schon 50 Mal gesagt haben. Es ist halt echt dasselbe. Man Brauchen muss immer es ein Thema. halt immer und immer wiederholen, damit es mal ankommt. Vielleicht. Es ermüdet aber wirklich. Ansonsten haben wir noch die Querdenker, die jetzt auch. Ah, das war vielleicht. Ich glaube, das war eine Sache. Ich glaube, das war nicht die Sache, die ich sagen wollte, aber eine Sache war es, die ich noch sagen wollte. Ist jetzt wieder in Leipzig, heute, ich glaube heute sogar, heute in Leipzig, also Querdenken wurde jetzt verboten, die dürfen in Leipzig, glaube ich, nicht mehr demonstrieren, so wie ich es gehört habe. Aber da hat sich Neuen jetzt, anderen Namen oder sowas. ja, aber da hat sich jetzt eine neue Sache gebildet, die sich irgendwie, ich weiß nicht, wie die sich nennt, aber die jetzt, also dasselbe Nicht in plural. Grün quasi. Wie, weißt du, wie sie sich genannt haben, oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht gerade denken oder sowas. Irgendwie Die sind haben sich kreativ. irgendwas aus zwei Wörtern haben sich genannt. Irgendwas haben die dann. Und es ist die marschieren jetzt durch. Und ich hab einfach nur gedacht, es ist einfach. Ja, das ist so. Da braucht man ja, da braucht die Polizei jetzt, braucht man sich jetzt gar keine Gedanken im Vorfeld zu machen. Das sind ja ganz andere Leute. Das wird jetzt ganz anders ablaufen als bei den Querdenkern. Das ist ja, das wird, Ja, ich würde werden jetzt die Leute keine, die Polizei warm. wird nicht mehr, die Polizei wird jetzt nicht mehr auf der Seite der Demonstranten laufen. Es wird keine Gewalt gegen Polizisten und Reporter geben. Wird alles friedlich. Aber es sind ja andere, es heißt ja jetzt anders. Es ist ja jetzt. Ich kann es gerade mal googeln. Anti-Corona-Demo Leipzig. Vielleicht finden wir sogar den Namen raus. Querdenken Leipzig, wir heute in Halle aufmarschieren. Okay. Auf jeden Fall dürfen den, auf jeden Fall wurde es in Leipzig untersagt. Und auf jeden Fall in Leipzig. Schon mal ein erster Schritt, das ist. Anti-Corona-Demo ist verboten. Na, endlich mal. Hier ist. Nee. Hier, Zero Covid hießen die, ja, genau. Zero Covid. Ach Haben die sie jetzt da. neu. Das war der Name, Zero Covid. Festnahmen bei Anti-Corona-Protesten in Polen. Ah, okay. Das juckt jetzt wen genau? Es ist doch mittlerweile echt Ja, scheißegal. die Verschwörungsthemen. Wenn sie jetzt umbenennen, wenn jetzt Querdenken nicht mehr erlaubt ist, dann ist halt jetzt. Es ist wirklich traurig. Ich finde es auch selber, ich finde es halt wirklich schlimm. Und dass man halt auch wirklich. Ich merke es ja wirklich an mir selbst, dass man sich halt mittlerweile wirklich sagt. Ja, man denkt sich, es ist doch auch echt scheiße. Ja, lass sie halt einfach. Derselbe, es ist jede Woche derselbe Scheiß. Das ist man, also man, wenn man, ich habe letztens war es ich glaube in Hessen war das oder wo war das, da gab es wieder Ausschreitungen zwischen den Querdenkern, wo dann wieder hier ein ARD-Team wurde zusammengeklappt, wurde zusammengeprügelt, zusammengeschlagen von den, das war das Wort, was ich gesucht habe, zusammengeschlagen. Von Demonstranten, alles wie man es kennt, das ist die Gegendemonstranten wurden mit Wasserwerfern zur Seite gespült, während die Polizisten mitgelaufen sind und gejubelt haben. Das ist die Ja. Polizei, das ist halt Schön, wenn dieselbe Szene, wie man dieselbe. schon fünfmal in Leipzig oder in anderen Städten gesehen hat. Das ist halt Ja, einfach. dieselbe Meldung hättest du auch im März oder letztes Jahr bringen können und es Und wäre es genau ist. dasselbe gewesen. Man kennt es. Und es Es ist wirklich. Ich nur finde dasselbe. es. Ist einfach dasselbe jeden Tag. Und ich finde Immer es wieder. tra ich finde es ich find's schlimm, dass man das da nicht mehr schlimm, dass man ich finde es schlimm, dass man es nicht mehr schlimm findet. Also es ist ja schlimm, es ist ja nicht besser geworden, es ist vielleicht sogar schlimmer geworden, aber es ist, man kann es eigentlich nicht mehr hören. Es ist immer das, auch wenn es um Corona geht, es ist nichts Neues mehr. Es ist nichts mehr neue, nächster Lockdown, der neue Lockdown heißt das Brückenlockdown, der jetzt kommen soll. Also nicht mehr Light Lockdown, nicht mehr Hard Lockdown, sondern Brückenlockdown oder Mega Lockdown stand auch zur Debatte. Es ist andere Namen, immer diese Ja, und andere es ist Namen, schon selbe genau Scheiße. Das dasselbe ist. wie bisher. Und Und ich man.
Wirklich, wenn wir mit den Impfungen durch sind, kommt einfach die nächste Virusvariante, die dagegen resistent ist und es geht weiter. Und es ist einfach mal, es ist. Also wirklich, ich würde auch gerne, man stumpft wirklich ab davon und das will ich nicht. Das tut mir auch leid und das ist, ich will nicht auf, also so eine Querdenker-Demo, die eskaliert und wo Polizisten und Reporter verletzt werden, das ist wirklich, das ist tragisch. Da müsste man eigentlich drüber berichten und da müsste man drüber was erzählen, aber man will es nicht mehr. Das ist halt wirklich, mein ganzer Körper, alle meine Zellen im Körper sträuben sich dagegen und sagen, das ist jetzt nicht das 150. Mal, das ist vielleicht können die Zuschauer das verstehen. Ding jetzt wahrscheinlich ähnlich. Das ist das x-te Mal dieselbe. Das ist immer wie bei den Querdenkern. Die heißen jetzt anders. Das ist andere Namen, immer noch derselbe Scheiß. Das ist. Ja, es läuft halt immer wieder genau gleich ab. Heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ja, Und das ist genau. genauso. Immer derselbe Scheiß ab. Dann kommt es wieder so weit, Ich irgendwer könnte versagt. kurz. Oh, Konsequenz, nächster Lockdown. Oh, wir haben ja nicht damit rechnen können, nachdem es uns 500.000 Mal gesagt wurde von jedem. Wir hätten damit ja nicht rechnen können. Deshalb machen wir lieber das, was für unsere eigene, für unser Geld am besten ist und scheißen auf alles andere. Ist die Menschheit und es muss man nicht die Mensch muss man nicht Muss man nicht mal die Menschheit sagen, ich kann direkt von ich und wir können bestimmt von wir reden. Ja, Also können. wir werden langsam, also wir werden langsam Corona-müde. Das ist langsam wirklich, es ist das nicht nur langsam, das ist schon, das ist, wann war ich nicht Corona-müde? Wann ist das? Da wir das auch in den Podcasts behandelt haben und so weiter, das ist. Mir hängt's zum Hals raus. Ich könnte kotzen im Strahl. Das ist einfach. Das ist. Ich bin nicht nur müde, sondern ich würde fast sagen, müde ist der falsche Begriff dafür. Ich bin frustriert. Ich bin einfach. Es ist. Und Ja, es ist das nicht. Und es ist ganz nicht. ehrlich. Ich möchte mal kurz was sagen. Ich war nie Sag der Typ, was. der irgendwie gerne auf irgendwelche Feiern oder so gegangen ist. Aber mittlerweile denke ich mir, Gott, wie gern würde ich wieder auf den Geburtstag von irgendeiner entfernten Tante gehen und mich langweilen. Ja, Selbst das. Ich habe es einfach ist halt keinen Bock mehr einfach. auf dieses ganze Versagen. Und oh, es nervt mich echt nur noch. Weißt du, seit über einem Jahr, bald seit anderthalb Jahren, was die Regierung nicht geschissen kriegt, meine ordentliche Impfstrategie aufzubauen, meine ist halt. Irgendwas aufzubauen. Irgendwas zu machen. Irgendetwas. Stattdessen korrupt zu sein und sich irgendwelche Masken, die es so zu holen, dann irgendwas. Übrigens auch eine coole Sache, die würde ich freuen, Mordi, falls du das noch nicht gehört hast. Hier der, habe ich auch gestern gehört, wir haben doch mal im Podcast davon erzählt, hier ich glaube, Impfstrategie, irgendwas hier, die Sache von Spahn und Andi Scheuer, die hatten Ja. ja so eine Gruppe erstellt. Die haben es jetzt abgeschlossen. Die haben jetzt diese Taskforce aufgelöst, weil sie festgestellt haben, also sie haben für sich festgestellt, wir haben unser Ziel erreicht. Ah, toll, kein Virus mehr, wir können alle wieder rausgehen, genau das, was ihr Das machen sollt. war ihre Oh. Begründung. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir können die Taskforce auflösen. Ja, wir haben das Ziel erreicht. Wir haben eine Maske auf Amazon bestellt. Ich Was heißt das? wusste, dass dich das freut, Modi. Ja, es freut mich nicht. Es ist mir einfach mittlerweile scheißegal. Es Ich ist war doch halt immer ein, ist dass halt die wirklich, kriegen. man sieht halt wirklich regelmäßig und wirklich konstant die Regierung bedingungslos kapitulieren. Das ist eine bedingungslose Kapitulation vor dem Virus. Das ist einfach, es ist, Ja, wenn es nicht. vor allem, dass wir so ziemlich. Also, ich bin jetzt nicht so gut informiert, aber dass wir so ziemlich die einzige Regierung haben, die komplett versagt.
ist vor allem sehr belastend. Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich drüber lachen. Das ist, wenn's, Ja. es ist eigentlich schon, ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Es ist eigentlich schon ziemlich lächerlich. Es kann man schon wirklich ziemlich drüber lachen. Ne? Ist aber, es Ich ist könnte halt das auch so. nicht sein. Ich kann da einfach nur den Kopf schütteln zu. Man möchte, so doll kann man den Kopf nicht schütteln, wie man ihn schütteln möchte. Wenn man Nein, ihn. das kann Gehirnerschütterung und ein Trauma auslösen. So viele Facepalms kann man sich gar nicht geben, wie man sich da ist. Ja, was ich noch sagen würde, es ist auch in Ordnung, auch an die Zuschauer gerichtet, es ist in Ordnung, Corona-müde zu sein oder Corona-frustriert zu sein. Es ist wirklich, es ist in Ordnung, wenn man nach der ganzen Scheiße mal sagt, es geht mir auf den Kranz. Das ist, ich denke auch an die ganzen Leute, wo jetzt, also mir geht's noch relativ gut in der Krise. Ich habe jetzt nichts, wo ich habe jetzt nicht irgendwie, mir bricht jetzt nicht irgendwo eine Existenz zusammen oder so weiter. Aber es gibt wirklich Leute, die jetzt ein Einzelgeschäft haben und so weiter, wo dann wirklich das Geschäft bankrott gegangen ist, wo die kriegen kein Geld mehr, das haben alles verloren und so weiter. Und dann hören die. Und dann das ist zum Beispiel das Thema November oder Dezemberhilfen. Dann kriegen die jetzt im April endlich ihre versprochenen Dezemberhilfen. Und das ist, ich kann es, ich habe es letztens im Gespräch bei meinen Eltern gesagt. Ich kann es wirklich nicht mehr. Ich kann es keine mehr übel nehmen, wenn er sagt, ich bin frustriert auf die Regierung und ich. Und gehe jetzt auf die Straße und will dagegen demonstrieren. Also man kann es schon übernehmen, also versteht mich nicht falsch. Also Masken absetzen und Abstandregeln nicht einhalten und so wie die Querdenker alles ignorieren, ist natürlich, das kann man natürlich verurteilen, aber mit Abständen, mit Maske und mit allen Richtlinien einhalten, auf die Straße gehen, das ist. Ich wüsste nicht mehr, was ich dagegen sagen sollte. Ich wüsste nicht mehr, was ist. Also, wenn jemand zu mir käme und sagen würde, es ist, ich weiß nicht mehr weiter, ich fühle mich verarscht von der Regierung, ich fühle mich verarscht vom System, ich fühle mich ausgebeutet und kaputt gemacht, die Krise macht mich kaputt und die Regierung kann mir nicht helfen, ich fühle mich schutzlos, ausgeliefert. Ich wüsste nicht, was ich dem noch sagen soll. Das ist außer du hast recht, das ist du das wenn die Regierung kapituliert, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn die Bundesregierung, unsere deutsche Regierung das nicht gebacken kriegt, wenn die kapituliert vor dem Virus, was sollen wir kleinen Bürger machen? Was soll der einzelne Mann machen, was soll der Typ machen, mit der deinen eigenen Laden besitzt und so weiter, der sein Geschäft führt. Das ist, wenn das schon die Regierung nicht gebacken kriegt. Da ist doch selbst Hoffnung vergeben, das ist einfach. Ich weiß da wirklich nichts mehr, was man da noch. Ich war immer der Optimistische, der mal gerne gesagt hat, wirklich, es ist. Lass mal drauf, das wird schon wieder, das ist das, lass mal drauf hoffen, dass die Regierung das geschissen kriegt, dass das irgendwie, das werden wir schon mit genügend Arbeit, wenn wir alle an einem Strang packen, dann kriegen wir das schon hin und nur Mut. Ich habe immer zur Hoffnung aufgerufen und das Hoffnung ist immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich war spätestens seit der Scheuer-Bahn-Sache raus. Ja, wie Nico Semsrott immer so schön gesagt hat, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und das ist jetzt irgendwann der Zeitpunkt gekommen. Es ist. Vor allem, weißt du, was ich noch schlimmer finde? Dass jetzt sich einfach nur noch auf die beschissene Wahl konzentriert wird und nichts mehr passiert, wahrscheinlich. Ist auch ein Skandal. Das ist Wahlkampf, das ist. Wahlkampf, Können der man Zeit. es, können wir nicht einfach Wow. mal, können wir nicht einfach mal für diese Bundestagswahl Wahlkampf ausfallen lassen und einfach mal
Scheiß auf den Wahlkampf, es wird einfach die Partei gewählt, die sich in den letzten Zeiten am besten, die das beste Konzept gebracht hat zum Corona. Jetzt könnte in der Zeit, wo ihr Wahlkampf machen könnt, könnt ihr mal zeigen, was könnt ihr für die Krise bringen. Also dass ihr das als Wahlkampf macht, Es wäre wahrscheinlich Wahlkampf, aber danach wird davon nichts umgesetzt. Ich wette. Es wird mir echt einfach das zu kann man ja blöd. auch mit, das kann man ja auch außerparlamentarischen Sachen. Es gibt ja auch, ich glaube, jede Partei hat irgendwie ein Corona-Konzept, wo sie sagen würde, das hätten wir jetzt gemacht, wenn wir in der Regierung wären. Ja, dann sollen sie es halt machen. Ganz ehrlich, die Leute sollen halt nicht sagen, oh, das hätten wir gemacht. Nein, ihr macht das einfach. Ja, ist schwer, wenn man nicht in der Regierung ist, wenn man nicht im Parlament ist. Dann schlagt es den Leuten halt vor, findet irgendwen, der dafür bezahlt. Da gibt es mit Sicherheit Ja, genug. vorgeschlagen haben sie es genug. Das ist Ja, und ganz ehrlich, die stehst bei der Regierung auf taube Ohren. Da wird ja dann, ganz wie ehrlich, das sage ich gesagt. jetzt wirklich ausnahmsweise mal unironisch. Dann startet eine scheiß Spendenaktion, sammelt 1 Million Euro, steckt den Verantwortlichen in den Arsch und dann lasst die das einfach machen. Ja. Geld machen die doch sowieso alles. Warum sollen die dann nicht mal was Sinnvolles damit machen? Es wird leider nicht reichen. Das ist von der Autolobby kriegen sie ein paar Milliarden reingestopft. Das Das wird ist wahrscheinlich dann. noch auch keinen Bock mehr. Ja. Es ist wirklich zum Kapitulieren. Es ist zum Depressivwerden. Tja, darauf erstmal einen Schluck Wasser. Ein trauriger Schluck Wasser. Schön. Ein ganz trauriger Schluck. Gut, Wenigstens von nett. ich würde sagen, damit unsere Zuschauer jetzt nicht komplett sich gleich aufhängen gehen, würde ich mal sagen, machen wir noch Random-Themen, damit wir noch ein bisschen, Ja, nachdem wir eben. jetzt eine Stunde drüber geredet haben, können wir jetzt mal ein bisschen, Oh, das Thema ist noch eine Korruption Stunde, in der CDU, Mensch. mal ein paar schöne Themen raussuchen, wo man ein bisschen was random drüber machen kann, wo man ein bisschen was, damit wir mal wieder. Ist auch gerade düster draußen, es wird gerade wieder düster. Schauen wir mal, was die Random-App für uns bereit hat. 10 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Hast du da Lust drauf oder wollen wir was anderes? 16. Mehr Lust als auf Corona. Oh, das ist ja Let's wieder. go, Modi, let's go, Modi. Welche 10 Dinge würdest du mitnehmen? Aus deinem, kannst du auch dich gerade umgucken, was du denn. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Nee, aber was hast du gerade? nicht schon seit Jahren irgendwie eine Liste von Sachen? Nö, habe ich mir noch nie gemacht. Das ist 10 Dinge, die du auf einer einsamen Liste. Du hast scheinbar eine Liste. Ja, trag sie mal vor. Ja, logisch, davon ausgehen, dass man nicht einfach wegkommen kann, sondern sich da irgendwas aufbauen muss, würde ich sagen, erstmal einigermaßen wetterfestes Bettzeug, ein Zelt, Messer, eventuell eine Säge, was noch? Definitiv ein Feuerzeug. Was brauchen wir noch? Okay, wenn wir mal davon ausgehen, dass es dort die nötigen Sachen gibt, dass da nicht über, wenn dort alle Überleben Sachen hat, also aus, jetzt Ja, aber imaginär, also wenn dort, davon gehe ich aus. Dann würde ich wenn du ein sagen, Bett hast, wenn du Strom hast, wenn nee, dort, das nicht. Schon einfach so eine Insel, es gibt Essen, es gibt Trinkwasser, aber sonst nichts. Also gut, ich okay. habe Sachen genannt. Was wäre noch als nächstes? Ich würde sagen, Messer habe ich. Ich würde sagen, eventuell noch ein Nicht so. Haken oder ein Set Büroklammern oder so, damit man sich was zum Angeln besorgen kann. Was wäre das nächste? Ich hätte es gar nicht so sinnvoll gemacht. Ich hätte jetzt irgendwas. Ich Ich hätte habe jetzt jetzt die einmal davon ausgegangen. sinnvollen Sachen, mir fällt nichts ein. Eventuell eine Tube Kleber oder so, weil die hier gerade liegt.
Ich hätte einfach für das Gedankenspiel gedacht, auf der Insel gibt es ein Hotel, auf der einsamen Insel. Es ist einfach. Es, die Einsame Insel Insel. ist einfach. Mensch, Ist einfach, genau. es ist ja, also die einsame Insel ist ja nur gemeint, dass es einfach, dort ist kein anderer Mensch, nur du. Du bist gemeinsam dort auf deiner Insel und du hast alles. Also du hast Internetverbindung, du hast einen Supermarkt vielleicht auch nebenan, du hast alles. Aber du bist alleine, du hast halt alle Zustände auf der Insel, die du fürs Überleben oder für einen Alltag brauchst. Bloß. Also auf Deutsch gesagt, wir sind in der Situation, in der Unge wahrscheinlich nächstes Jahr sein wird. Nachdem er sich doch mal eine extra Insel für sich gekauft hat. Ja, so ungefähr. Okay, gut zu Und wissen. dann hast du jetzt noch 10 zusätzliche Sachen, also dein PC und dein Laptop und deine Konsolen hast du nicht mitgenommen, aber du 10 davon darfst du jetzt noch mit einem 10 Luxusartikel darfst du da noch mit auf die Insel nehmen. Darfst dich dann entscheiden, also du kriegst ein näheres Apartment gestellt mit Warmmiete, also das Strom und Wasser läuft, das ist aber den PC musst du selbst mitbringen, verstehst du? Die Fernsehbox musst du auch mitbringen und falls du Fernsehen gucken willst, der Netflix-Konto musst du auch mitbringen. Ja, So war es in irgendwas. der Art. Großartig. Ich brauche eigentlich nur. Zehn Was mache ich? Sachen. Ich brauche eigentlich nur ein Handy und ein Ladekabel. Punkt. Und ein Bett. Das Dann Bett gibt's ist. ja, das Bett ist ja. Oh, nee, das Bett gibt's nicht. Das kannst du. Musst du mitbringen. Ja, gut. Hast Ich brauche du drei Dinge. Punkt. Nehme ich ein Bett, nehme ich mein Bett Nummer 1, dann nehme ich mein Sofa mit, da kann ich das dann muss ich ein Umzugsunternehmen buchen, dass das mitkommt. Dann nehme ich mein PC noch mit, damit ich weiter aufnehmen kann, damit ich weiter Videos produzieren kann. Ich ziehe jetzt mal den Bildschirm mit dazu zum PC. Ist ein Paket, packe ich in ein Paket rein. PC und Bildschirm. Nummer 3. Dann nehme ich noch mein Mikro mit. Das kommt noch mit dazu. Kann ich weiter Podcasts machen. Dann nehme ich als fünftes die Switch mit, die nehme ich mit. Den Pro Controller packe ich mit ein, der zählt mit dazu. Das ist der Pakt, kommt in denselben Karton rein. Nachdem ich den PC eingebracht habe, ist das so, mit dem Bildschirm ist das nicht das Problem. Was nehme ich noch mit? Kann ich das ganze Bücherregal mitnehmen oder? Ja, ich nehme das ganze Bücherregal mit allen DVDs und allen Büchern drin und allen Spielen. Den Fernseher, weil ich dann doch gerne Fernsehen gucken will. Ich bin noch einer, der gerne Fernsehen guckt. Falls da eine Fernsehverbindung auf der Insel ist, wenn nicht, läuft da bestimmt irgendwas anderes. Läuft da irgendein Quatsch in fremder Sprache, den man sich trotzdem reinziehen kann. Das sind 7 Sachen. Was nehme ich noch mit? Meine Kaffeemaschine nehme ich mit. Ohne Kaffee würde ich keinen Tag überleben. Da würde ich nicht lange auskommen mit. 2 Sachen kann ich noch, da nehme ich noch. Kühlschrank habe ich dann wahrscheinlich. Habe ich Bett schon mitgenommen? Habe ich noch ein Bett und einen Kühlschrank mit? Okay, gut. Ich glaube, dann Dann hast du bin ich das ganze ausgerüstet. zwischendrin auch abgeschalten, aber gut. Du würdest also auf Deutsch gesagt einfach auswandern. Ja. Gut. Zehn Dinge sind ziemlich viel. Also ich meine, mein Toaster Und müsste. Mein Toaster. ich bräuchte halt keine 10 Sachen auf der richtigen einsamen Insel. Also mein Bräuchte Toaster. Mein Toaster in dem müsste ich leider Prozess. zurücklassen und. Was habe ich noch zurückgelassen? Meine Stehlampe hier hinter mir und meine Kamera habe ich auch zurückgelassen. Mein Handy habe ich scheinbar auch zurückgelassen. Ich habe ja einen PC. Das ist ja. Mit Internetverbindung vor Ort. Das ist ja. Und einen Supermarkt gibt es ja auch in der Ecke. Das ist ja alles. Ja,
Habe ich nicht, außer meinen Toaster habe ich nicht viel, mein Ofen habe ich hier gelassen, das toll ist. Aber ansonsten. Ja, gut. Haust du doch mal auf den Knopf, oder? Ich hole nochmal auf den Knopf. Und der Knopf sagt. Der Knopf sagt Abschlussball. Gutes Thema, hatte ich nämlich keinen. Ich auch nicht. Das ist Oh, was toll, gemeinsam. Mensch. Also ich hatte Freunde schon der Liebe. einen. Ich hatte schon einmal, aber ich habe den Abschlussball geschwänzt. Ich habe bewusst gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich dann. Ja, genau dasselbe ist bei mir auch. Ich habe einfach, ich habe mich einfach verabschiedet. Ich habe da einmal gesagt, tschüss. Wir hatten eine Veranstaltung, wo dann irgendwie, da fand auch nett Essen statt und so weiter. Dann wurde noch Abschiedsessen gemacht irgendwie. Gab es noch lecker was zu essen und zu trinken und davor, und da war noch die letzte Zeugnisvergabe da davor noch in der Halle und da wurde noch Pipapo irgendwas, da wurde noch irgendwas, da wurde noch. Einer hat was gesungen, da wurde Musik gespielt und so weiter, rührender Abschied und so weiter. Aber danach gab es den Abschlussball und da habe ich dann gesagt, nee, Leute, ich hau ab hier, macht's gut, man sieht sich, schönes Leben noch. Da wollte ich da nicht mit teilnehmen. Habe ich bewusst gesagt. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, zum Abschlussball zu gehen, aber ob ich es jetzt bereue, ein kleines bisschen bereue ich es mittlerweile, aber auch nicht sonderlich viel. Ja. Das Leben geht weiter, das ist jetzt nichts, was man dann irgendwie. Das ist. Mir ist dadurch nichts, ich glaube, mir ist da nichts Großartiges entgangen. Ein bisschen tanzen mit Leuten, das ist halt. Ich bin noch nie, bin auch, das ist halt. Das Ding Party, da bin ich nie großartig drauf. Ich bin kein Party-Typ, ich bin da nicht. Ich wäre da nicht auf die Party gegangen. Ich hätte da keinen. Die alte 80er Jahre Musik da im Hintergrund läuft vom DJ und man Ja. kennt's. Es wird halt. Man kennt es. Es wäre bei uns wahrscheinlich entweder 80er Jahre Zeug gewesen oder irgendwelcher Deutschrap. Versuchen Leute irgendwie dazu zu tanzen und das ist. Ich habe es genug Was? auf. Ich hab ein freiwilliges soziales Jahr in der Jugendarbeit gemacht und ich kenne sowas auch aus dem FSJ. Das ist Kinders. Das haben wir selbst mal veranstaltet für die Jugendlichen in dem Jugendhaus. Das ist dann selbst mal Disco gemacht und haben so dann lief 80er Musik und haben zugetanzt. Da bin ich auch ordentlich Okay, gut, dass rausgeblieben. er für die Musikauswahl zuständig. Es ist ja nichts, was Jüngeres ist. Nee, es ist nichts, was mich besonders reizt. Also. Ja, verstehe ich aber. Warst du mal bei irgendeinem Abschlussball dabei? Also nicht beim eigenen, vielleicht warst du irgendwo bei einem anderen. Eine Schwester hast du ja nicht, du bist Einzelkind, verwöhntes Einzelkind. Ich Hey, aber wäre. was soll ich da auch, ganz ehrlich? Ich wäre fast beim Abschluss bei meiner Schwester mit gewesen. Da hätten die mich fast hingezogen und ich da nicht auch protestiert hätte. Wenn ich da nicht gesagt hätte, nee. Ich war auf meinem eigenen Abschlussball nicht drauf. Wieso sollte ich jetzt zu einem Abschlussball meiner Schwester hingehen? Ich sehe da keinen Grund zu. Warum soll das denn jetzt? Damit ich mit den Mitschülern meiner Schwester tanze oder was? Ja. Und so cool, wie es in den ganzen Highschool-Musical oder sonst was für Film ist, ist es Cool. gar nicht. So schön, so cool und schön ist das im Endeffekt gar nicht. Ich nenne das auch nicht cool, aber ist es noch schlechter. Ist es halt im echten Leben. Du musst halt auch bedenken, du bist kein Amerikaner, also ich glaube, bei denen Ich ist das glaube schon eine auch. Gruppe. Bei Ich uns glaube ist das nicht, ich glaub auch halt. nicht, mein Amerika ist das in echt so. Ja, man kriegt schon einiges mit, was schon sehr nah rankommt. Aber ganz ehrlich, bei uns ist es halt, die Schule mietet irgendeinen abgeranzten Partyraum von irgendeinem Vater wahrscheinlich. Und einen abgeranzten DJ. Dann sind die da für 5 Stunden, spielen irgendwelche alten Schlager-80er-Zeug oder sonst was. Keiner tanzt, weil es interessiert eigentlich keinen und dann gehen sie wieder.
Aber es gibt Essen. Es gibt ein kaltes Buffet. Das kalte Buffet ist auch mal räudig. Was bei uns wahrscheinlich gewesen wäre, wäre ein Stück Käse oder so. Und Salzstangen. Gut, wenn wir noch ein Thema. Es gab irgendwie bei Schulsachen immer Salzstangen bei solchen Essen, oder? Salzstangen gibt es immer standardmäßig. Ja. Und dann diese kalten Buletten. Und diese kalten Buletten, die dann Ah, diese auch ekelhaften schmeckt. Dinge. Und Und dann manchmal. diese kalten Buletten, die es dann immer bei der Silvesterparty auch auf dem kalten Servier stehen, die dann mit unten eine kleine Bulette, dann noch eine, so an einem Spieß, so eine kleine Bulette, dann kommt noch meistens noch eine saure Gurke drauf, ein Stück Käse und dann oben noch eine kleine Cocktailtomate drauf. Das ist so eine solche Spieße, dass die keinen haben. Und dann gibt Genau es das. immer wenn es irgendein großes Event oder sowas ist, was gibt es dann irgendwie immer zu essen? Irgendwelche von diesen Und komischen Chips. eingelegten Wiener Würstchen mit einer Tube Senf. Und Chips. Ja, diese kleinen Ne. Säckchen Chips. Nee, nicht so eine Chips in der Schale. Also nicht in der Verpackung, sondern in die Schale, eine Glasschale gepackt. Ja. Bei uns waren es immer diese ekligen, ich weiß nicht, sind es von Chio Chips, diese kleinen Päckchen Paprika-Chips, Da die wirklich beschissen schmecken? gibt's doch immer diese Party-Mix-Tüten, wo dann immer, Ja, genau, wo also hinten Salzstangen, Salzbrezeln drin sind, wo dann diese hier, weißen Sie, diese Tuck-Keks-Ersatzdinger drin sind, und dann noch so ein paar, vielleicht ein bisschen schlechte Kartoffelchips und noch so ein bisschen was, ein bunter ja, Mix, den keine, diese sternchenförmigen Cracker, die dann irgendwie keiner haben will und dann die die einfach frischen. nicht schmecken. Nur das Teig. Ein bisschen Salz ist noch oben drauf. Manchmal, wenn die Salzstangen nebendran lagen. Ja, schön räudig. Oh, diese Dinger, die sind so scheiße. Gut. Wollen wir noch ein Thema ziehen? Hau noch eins raus. Hier noch ein Thema Ich raus. hab vom Abschlussball Das nehmen wir so noch. ekligen Snacks, die es immer in der Schule gab. So komm, wir schaffen alles. Okay, jetzt habe ich Trash-TV und Reality-Stars. Das passt hier ganz gut rein. Ich hab mitgekriegt, dass dieses Love Island gestartet ist. Schaust du das wieder? Love Island, nee, das schaue ich nicht. Oh. Ich hab davon mitbekommen über YouTube, weil Aber ich glaube, der mitbekommen. Malternativ hier, der Malte, der hat darüber berichtet, der hat darüber Videos gemacht, der dann die Desiree Nick, die Nix, die sich da noch aufgeregt über die dann eine Die Zicke sich macht und so immer weiter. aufregt. Ich glaube, jeder hat so einen Charakter zugeteilt gekriegt und bei ihr stand einfach nur drauf, gut. Zicke. Ja, genau das. Bei allen anderen so eine Biografie, bei ihr einfach nur Zicke. Ich Und kenne das seit ihrem ersten Auftritt. Was? die Desiree Nix, Nick heißt die, glaube ich, Desiree Nick. Die habe ich das erste Mal, die habe ich aus dem Promi Big Brother Haus kennengelernt. Ja, Die hat, genau da. ich glaube, ich weiß, 2000, war das 2015 oder 2016, 2017 Ich irgendwo weiß nicht. im Dreh. Die Ich war dort glaube, in sie ist. einem. Ich bin auch nicht sicher, aber ich glaube, sie ist irgendwie immer jedes Jahr drin. Nee, jedes Jahr Genau. nicht, aber die waren dieses eine Jahr, da war sie da mit drin und es ist einfach. Also im Promi Big Brother Haus war sie vielleicht, bei Promis unter Palmen war sie jedes Jahr vielleicht, aber beim Big Brother Haus war sie einmal drin und. Sie ist immer Herz. derjenige, zu dem man geht, wenn man noch Platz frei hat. Und Das ist sie macht das. so eine alte, so ein alter Truller, das ist so eine alte Schreckschraube, das ist. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde sie immer gut. Ich bringe immer irgendwie was Lustiges mit rein. Es ist halt wirklich mittlerweile, ich gucke das wirklich mit Begeisterung jedes Jahr. Also nicht Promis unter Palmen, sondern Promi Big Brother. Da gibt's immer, da kannst du schon im Vorhinein sagen, es gibt immer, die grasen das auch nach Steckbrief. Das ist, es gibt immer die eigene Schreckschraube, die eine alte Schreckschraube, die irgendwie einen Tick hat und irgendwie allen auf den Senkel geht. Gibt's Ja, den. es würde mich nicht wundern, wenn die alle,
gesagt kriegen, spielt bitte diese und diese Rolle. Und die gibt's immer einen, es gibt immer seit 2000, Schlag mich tot irgendwas, seit den letzten 3-4 Folgen gibt's jedes Jahr einen YouTuber mit irgendeinem Online-Star, muss nicht mal ein YouTuber sein, irgendein Online-Star, der irgendwie, irgendeinen abgefragten YouTube-Star, der irgendwie, den man vorher noch nicht gekannt hat, der irgendwie mal irgendwo auf seinen 200.000, 300.000 Abonnenten rumgedümpelt ist und dann irgendwo da irgendwie mal, es ist irgendwie früher mal bekannt war, aber jetzt irgendwie nicht mehr und das ist, den man vielleicht irgendwie kennen könnte. Aber ganz ehrlich, ich wette mit dir wirklich um den der Typ von Bullshit, dass dieses Jahr in oder wann auch immer die nächste Staffel Promi Big Brother kommt, ich wette, dieses Jahr. Irgendwer davon wird mit TikTok bekannt geworden sein. Irgendwer davon. Ja, die Jungs, einen Jungen von Bullshit TV haben sie auch mit reingemacht einmal. Das ist. Ja, der Asoziale von denen. Der war da einmal mit dabei. Also es ist immer irgendjemand. Also Katja Krasavitz war auch schon drin im. Es war ganz lustig, das Video, wo sie sich mit dem Duschkopf befriedigt hat in der Badewanne. Das ist. Ja. Ja. Promi Big Brother ist schon schön. Ganz ehrlich, wenn dieses Jahr kein TikToker reinkommt, dann zahle ich dir 5 Euro auf Steam aus. Sag ich jetzt offen. Deal. Also kein Deal. Ich ist jetzt nichts dagegen. Der ist einseitig von dir. Ah, schade. Ich wette da nichts. Aber dein Deal nehme ich an. Deine Wette nehme ich an. Die 5 Euro nehme ich gerne entgegen. Und dann ist immer ein Malle-Sänger mit dabei, einer von Mallorca, irgendwie, der mal irgendwie einen Song gesungen hat. So viele davon. Dann gibt's einen alten Mann, einen alten Sack, der mal irgendwie Schlagersänger war, der oder irgendwas anderes. Ein Politiker war ja auch schon mit dabei. Unbedingt Schlagersänger, der irgendwie mal einen Hit, der vor 5 Jahren mal auf einmalig auf Platz 1 der Hits war irgendwie und dann nie wieder irgendwie. Ja, und dann immer damit angibt, dass er auf Platz 1 war und der Malle-Typ war ja nicht auf Platz 1, sondern nur auf Platz 20 und so. Irgendwie auch andauernd gibt, ist dieser eine alte Mann, der nicht mal Folge 1 durchhält und dann aus gesundheitlichen Gründen oder warum auch immer abbrechen muss. Ja. Das gibt und dann gibt's den Publikumsliebling, der dann immer, der bewusst ausgesucht wird, von dem von vornherein klar ist, der wird gewinnen. Der dann eine herzzerreißende Geschichte hat, der sein Leben verspielt hat, der sein Leben verzockt hat, dem es wirklich schlecht geht und der wirklich, der reingegangen ist, damit er sich sein Leben aufbauen kann, damit er aus seinen schlechten Sachen wieder rauskommen kann. Oder er ist halt derjenige, der einfach aus Spaß dahin geht, weil wird halt bezahlt und der zeigt auch, dass er nicht wirklich gewinnen muss, sondern dass er einfach Spaß dabei hat. Und dann gibt's noch ein, zwei Frauen, die einfach nur da sind, weil sie die Kittetten haben, weil sie einfach Model sind oder so weiter. Das ist irgendwie Germany's Topmodel-Kandidaten mal gewesen oder irgendwie mal haben sich die Brüste groß machen lassen und sehen dann aus wie der letzte Lederlappen. Ja, die gibt's auch immer. Das ist halt immer. So ein abgehalfteres Topmodel, was halt irgendwie hat sich vor 20 Jahren die Brüste machen lassen und ist jetzt 55 und so und sieht aus wie ein Unfall. Ja. Hast du dieses Jahr DSDS mitverfolgt? Nee. Ich guck wirklich nur Promi Big Brother, alles andere. Also. Wirklich? Dschungelcamp und so weiter. Dschungelcamp habe ich auch ab und zu mal geguckt, aber das lasse ich dann meistens aus. Ab und zu habe ich auch mal, also es ist mittlerweile, also früher, es gab mal das ein oder andere Jahr, wo ich auch mal DSDS reingeguckt habe. Ja, aber dieses Jahr war halt wieder was Besonderes, weil du hast wahrscheinlich mitgekriegt, dass die Dieter rausgeschmissen haben. Die haben ja zweimal gewechselt hier, der 2020 war der. Wie hieß denn der Verschwörungsdepp? Ja, der Wendler.
Nee, der davor noch, der Xavier Naidoo. Xavier Ja, Naidoo, der war ja auch in der Lobby. Das waren zwar Xavier Naidoo und danach der Wendler. Das ist dann. den haben sie auch so richtig übel in der letzten Casting-Folge rausgekiet oder rausgeblurrt. Da war einmal nur so ein Blob und einmal war einfach nur so Licht. Das war so. Ja. Schöne Ja, ganz. Schnittarbeit und auch eben nicht schöne Schnittarbeit. Oh, ich habe hier dieses PNG, ich lege es drüber. Und dann packe ich noch fünfmal Gaußsche Unschärfe drüber. Wird schon keinem auffallen. Oh, aber die Staffel jetzt war echt. Die war echt verdammt gut und verdammt schrecklich. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel du mitgekriegt hast, aber irgendwie hat Nicht Bohlen. viel. Ja, Bohlen hat es irgendwie Der hat geschafft, den Schluss gemacht jetzt. einen, der wirklich, wirklich nicht singen kann, der wirklich beschissen. Es klang, als würdest du auf dem Klo gerade sehr harte Schmerzen haben, wenn der Typ singt. Und den hat er bis kurz vor den Live-Shows durchgezogen und dann wurde es ihm, glaube ich, von RTL verboten. Das war so schrecklich, aber es war so gut, weil das halt auch seine letzte Staffel war. Ich habe das geliebt. Jetzt ist er raus, der Pop-Titan. Und ersetzt durch Thomas Gottschalk. Wirklich? Ja, Ohne wirklich. Witz? Das habe ich Ja, nicht guck. mitbekommen, aber Das haben sie verlassen. nice, nice. Ja, da ist meine Theorie zu halt. Sie haben Gottschalk genommen, weil er zufällig gerade da war und günstig. Okay. Er hat halt null Ahnung und das halbe Das Finale überrascht mich jetzt. geworden. Das ist Gottschalk so. jetzt. Der war auch mal gut. Das ist. Er war auch mal gut. Dann hat Also er sich in den 70ern schwarz angemacht. ich muss wirklich sagen, also ohne Neid muss man wirklich sagen, das ist also, was heißt ohne Neid? Das ist jetzt schon so eine Phrase, die ich jetzt raushaue. Da muss man wirklich schon sagen, hier, wie ist denn mir jetzt der Name entfallen hier? Das hat er wirklich großartig gemacht, ja. Wetten, das war wirklich großartig mit Thomas Gottschalk. Aber Ja. danach. Und dann hat sich der eine zum Krüppel gewettet. Ja, was er danach alles gemacht hat, Danach kam eigentlich das nur ist noch. eigentlich. Ein Buch hat er geschrieben. Hast du es gelesen? Ne, gelesen habe ich es nicht, aber ich habe es gesehen. Ich Auch. habe es gesehen. Ist danach. Er hat sogar mehrere Bücher geschrieben. Sein erstes war Herbstblond. Und dann gab es Ah. noch irgendwas anderes. Mehrere Autobiografien hat er geschrieben. Mehrere. Wie Mehrere. viele Bücher Zwei sind oder das? drei Stück gibt es davon, glaube ich. Plot Twist, die sind alle dasselbe Buch. Weiß ich nicht. Habe ich nicht gelesen. Ich habe Gregor Gysis Biografie in meinem Schrank stehen. Habe ich auch Ja, noch das nicht wieder nicht. gelesen. Soll ja ganz gut sein. Marc Benecke's Autobiografie habe ich auch drin stehen. Irgendwann komme ich mal dazu, das zu lesen. Kenne ich euch von Berichten. Ja, irgendwann. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ich warte ja eh meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Bus bei der Arbeit. Danach habe ich mir angewöhnt, weißt du was, du arbeitest jetzt mal die Liste ab und besorgst die ganzen Bücher bei Kindle und dann liest du einfach, während du auf dem Bus wartest, ein paar Bücher durch. Ja, kann man auch machen. Ich habe zum Beispiel als letztes den König in Gelb gelesen. Saugeil geschrieben. Kann ich nur empfehlen. Sagt mir tatsächlich wenig. Ja, das ist eine von diesen. Aber ich habe auch andere Projekte, die dann bei die andere Bücher nicht. Ja, gut, kurz zusammengefasst, das ist halt eine von diesen Kurzgeschichtensammlungen von Geschichten so zwischen 1890 und 1920. Ich muss erstmal Tribut von Panem X zu Ende lesen. Ah Das habe ja, ich gerade am stimmt. Lesen. Das habe ich immer Das noch ist nicht halt. zu Ende geschafft. Da bin ich bis zur Mitte, irgendwie bin ich da gekommen, aber ich muss mir mal wieder Zeit nehmen, dass ich mal abends, wenn ich im Bett liege, lese mal ein paar Seiten davon. Aber ist es gut geschrieben bisher? Ich finde es sehr schön. Ich finde es, also das ist halt, also ich habe die Hälfte schon durch, also ich weiß nicht, wie es da noch weitergeht, aber es erzählt die Geschichte vom Snow, also vom Präsident Snow, wie er zu dem geworden ist, der er in den Filmen und in den Büchern dann in Originalfilmen ist.
Und also als Kind ist er wirklich noch ein ganz toller, eigentlich ein ganz netter kleiner Junge. Das ist, ich bin gespannt drauf, was passiert ist, was irgendwas muss da ja passiert sein, dass er dann zu dem Monster geworden ist, was er dann. Jetzt mal ohne Scheiß, ich fand ihn nicht mal wirklich so schlimm in den Filmen und Büchern. Ich meine, ich habe die ganzen Bücher gehört als Hörbuch, die habe ich hier irgendwo liegen, die sind irgendwann mal zu Er Bruch ist auch nicht gegangen. so schlimm, aber es ist halt ein Monster. Das ist halt. Ich fand nicht mal, dass er so ein großes Monster ist. Er wirkt halt wie das, was er ist und was er sein soll. Er ist halt einfach ein Diktator gewesen. Punkt. Und da ist er sogar noch ein relativ sympathischer und recht menschlicher für das, was er halt ist. Verschluckt. Ich fand ihn Mein nicht einen mal. Spucke verschluckt habe ich mich gerade. Ihn halt nie schlimmer als Antagonisten. Ja. Also es In dem gibt Fall. schlimmere Leute, es gibt schlimmere Antagonisten, es gibt schlimmere Böse, Vor allem, am Superschurken. Ende hat er ja nicht mal wirklich eine große Strafe bekommen, sondern er ist halt im Grunde einfach an Krebs gestorben, wenn ich mich nicht irre. Vergiftung. Ja, Vergiftung, Er hat sich irgend selbst sowas. vergiftet, er hat sich selbst vergiftet, er hat ein Gift genommen, hat das Gegengift dazu nicht gefunden. Ja, irgend sowas halt. Er hat auf jeden Fall nicht mal eine große Strafe gekriegt und ich finde, er war bisher eigentlich, er war halt irgendwie ein zweiter Hauptcharakter, finde ich. Ja, also, aber irgendwas, also er ist halt wirklich in Tribut von Panem X, ist halt wirklich noch, ist halt wirklich noch ein ganz lieber, also wirklich heißt der halt, er hat vieles noch, der wirklich, der noch an Katniss Seite gekämpft hätte, also wenn man es halt irgendwie, also der halt noch wirklich sehr unschuldig und lieb ist, also das ist halt, der Snow, den wir aus den Hauptbüchern kennen, der hat Der schon ein war halt paar, alt. Der hat halt viel zu der bringt in halt der. auch, kleine Kinder umbringen ist halt schon was, was man schon. Da bringt halt kleine Kinder in Arenen um. Das ist halt schon. Das Ja, würde gut. der junge Snow, den ich aus Tribute von Panem X kenne, nicht machen. Das ist der. Ja, noch nicht. Ich frag mich halt, ob sie den Charakter entweder ruinieren und ihn einfach zu so einem richtig üblen Ding machen oder ob sie es verkacken und ihn zu sympathisch machen und Ich einfach nicht nachvollziehen, erzähle warum er macht, was er macht. es dir, wenn ich damit durch bin. Das dauert aber noch ein halbes Jahr wahrscheinlich. Gleich auf die Bis ich Liste. damit durch bin. Aber spoiler es mir nicht, wenn du es vor mir durch hast. Ich komme nämlich nicht zum Lesen. Ich liege dann immer im Bett und gucke dann noch ein bisschen YouTube oder so. Bin dann ein bisschen. Muss Ja, mich mal gut. dazu. Ich komme wahrscheinlich eh die nächste Zeit nicht zum Lesen. Ich habe jetzt als nächstes erstmal die englische Version von American Gods auf der Liste. Das lese ich erstmal als nächstes. Gut, dann haben wir auch mal behandelt, was wir so lesen. Privat. Und dann würde ich sagen, ich glaube, Ja, wir sind kommen bei wir schon unserer zum Schluss. Wir sind langsam schon. Also bei 1,5 Stunden sind wir noch nicht, aber so langsam. Wenn wir die Verabschiedung jetzt noch machen, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ja, haben wir die Stunde doch wieder voll gekriegt, die 1,5 Stunden ungefähr. Ja, dann machen wir es heute kurz, dann sage ich, da wir immer noch auf YouTube sind, uns noch nicht auf anderen Plattformen geschafft haben, Nee, wird auch nichts mehr. Ich habe keine Ahnung von Webseiten programmieren. mich nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und ja, habt noch einen tollen Tag und nehmt euch das Ganze nicht zu ernst, nehmt euch das Ganze hier. Ja, mit der Krise ein bisschen, ja, man möchte kotzen im Strahl und gleichzeitig heulen, aber ja, beschäftigt euch mal, lest mal ein Buch, lest mal ein tolles Buch, um mal ein bisschen abzuschalten, ein bisschen abzulenken von der schlimmen Politik im Land, das mal eben ein Schlusswort. Und dann, ja. Sag ich bis dann und ciao. Hast du noch was zu sagen, Modi? Nee, nicht wirklich. Ich habe mich ausgeredet. Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ciao.